Die Ostergeschichte. Die Geschichte von Jesu Kreuzigung und Auferstehung. Jesus wollte mit seinen Freunden, den Jüngern, das Passafest feiern. Das Passafest ist das wichtigste jüdische Jahresfest und wird mit einem gemeinsamen Abendessen eröffnet. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt, um das Fest vorzubereiten. Sie sollten dafür einem Mann folgen, den sie auf dem Weg trafen. Den Besitzer des Hauses, in das er ging, sollten sie bitten, seine Räume zu nutzen. Das funktionierte auch. Als Jesus mit seinen Jüngern beim Passa-Abendmahl saß, nahm er einen Eimer und begann jedem Einzelnen die Füße zu waschen. Petrus wollte das nicht, weil es eigentlich üblich war, dass ein Angestellter seinem Chef die Füße wusch, aber nicht ein Lehrer seinen Schülern. Jesus erklärte ihm: Ihr sollt genau so miteinander umgehen, wie ich gerade mit euch umgehe. Keiner soll sich wichtig machen. Nein, helft euch gegenseitig. Seid jederzeit bereit, anderen Gutes zu tun, auch wenn es sich um erniedrigende Dinge handelt. Danach nahm Jesus das Brot und zerbrach es. Er gab jedem der Jünger ein Stück davon und sagte: Dieses Brot steht für meinen Körper, den ich für euch geben werde. Esst alle davon. Dann nahm er einen Becher mit Wein, reichte ihn herum und sagte: Dieser Wein steht für mein Blut, das fließen muss, damit eure Schuld vergeben werden kann. Trinkt alle davon. Feiert dieses Abendmahl regelmäßig und erinnert euch immer daran, dass ich euch durch meinen Tod befreit habe und ihr ein neues Leben haben könnt. Dann wurde Jesus traurig. Leider wird einer von euch mich an meine Feinde ausliefern. Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen: Wer von uns könnte denn so etwas Bösartiges tun? Petrus sprang sogar direkt auf und sagte zu Jesus: Nein, niemals! Ich würde sogar für dich sterben! Petrus, noch bevor morgen die Sonne aufgeht, wirst du dreimal behaupten, mich nicht einmal zu kennen. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde und warnte ihn auch vor seiner Tat. Aber Judas hatte es sich schon so fest in den Kopf gesetzt, Jesus zu verraten. Das Geld, was er für den Verrat bekam, war ihm mehr wert als seine Freundschaft zu Jesus. Nach dem Abendmahl ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Park, um zu beten. Im Park, der Gethsemane oder Ölberg hieß, angekommen, versammelte Jesus seine Freunde, die Jünger, und bat sie: Diese Zeit wird sehr schwer für mich. Bitte bleibt mit mir wach und betet, dass ihr diese schwere Zeit übersteht. Dann ging er ein Stück von ihnen weg, um allein mit Gott zu reden. Er betete sehr intensiv: Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass mich das, was mir bevorsteht, nicht erleiden. Ich will aber tun, was du möchtest, und nicht, was ich möchte. Jesus hatte so große Angst und betete so intensiv, dass er Schweiß und Blut schwitzte. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Er weckte sie auf. Warum schlaft ihr? Ihr müsst jetzt wach bleiben und beten, dass ihr das, was kommt, übersteht. Da kam Judas schon mit einer Gruppe von bewaffneten Männern dazu. Er ging zu Jesus und begrüßte ihn mit einer herzlichen Umarmung und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Das war das Zeichen für die Leute, die Judas mitgebracht hatte, wen sie festnehmen sollten. Jetzt verstanden auch die Jünger, was hier passierte. Und einer von ihnen ging sofort mit einem Messer auf einen der Männer los, die Jesus festnehmen wollten. Er schnitt ihm ein Ohr ab, aber Jesus stoppte ihn. Hör auf! Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt sterben. Jesus heilte sofort das Ohr des Mannes. Dann fragte er: Warum habt ihr mich nicht am Tag verhaftet? Ich war doch jederzeit in aller Öffentlichkeit sichtbar und habe zu den Menschen gesprochen. Aber jetzt ist eure Zeit, die Zeit, in der die Finsternis herrscht. Die Jünger waren inzwischen alle vor lauter Angst weggelaufen und Jesus wurde weggebracht, um verhört zu werden. Die Soldaten machten sich über Jesus lustig. Sie verbanden ihm die Augen, schlugen ihn und fragten: Na, du Allwissender, wer hat dich geschlagen? Petrus war ihnen heimlich gefolgt und beobachtete alles aus sicherer Entfernung. Da sprach ihn eine Frau an: Du warst doch auch mit diesem Jesus unterwegs. Nein, sie müssen mich verwechseln.
klar, du bist doch auch einer von denen, die er Jünger nannte. Quatsch! Ich habe den Mann noch nie gesehen. Dich habe ich doch auch bei ihm gesehen. Ich kenne ihn nicht. In diesem Moment ging die Sonne auf. Da erinnerte sich Petrus, was Jesus beim Abendmahl zu ihm gesagt hatte. Er ging traurig weg und weinte sehr. Die obersten religiösen Leiter des jüdischen Volkes befragten Jesus: Bist du der Retter, den uns Gott geschickt hat? Ja, der bin ich. Da wurden sie wütend, weil er sich selbst als genauso wichtig wie Gott sah, und brachten ihn zum zuständigen römischen Richter Pilatus. Bei Pilatus angekommen, beschuldigten sie Jesus, dass er einen Aufstand anzetteln wollte, den Leuten ausredete, ihre Steuern zu zahlen und sich als neuer König ausgibt. Pilatus fragte Jesus selbst: Stimmt das? Bist du der König der Juden? Ja, der bin ich. Da wandte sich Pilatus wieder an die religiösen Leiter. Ich finde nichts an ihm, wofür ich ihn bestrafen müsste. Aber sie ließen nicht locker. Doch, er ist gefährlich. Du musst ihn verurteilen. Pilatus sah einen Ausweg. Der Mann kommt doch aus Galiläa. Das heißt, für ihn bin ich nicht zuständig, sondern der König Herodes. Er ist gerade in der Stadt. Geh zu ihm. Er soll über ihn urteilen. So brachten sie Jesus zu König Herodes. Der hatte schon von Jesus gehört und auch welche Wunder er getan hatte. Also fragte er Jesus: Kannst du nicht ein Wunder für mich tun, um zu zeigen, wer du bist und ich dich freilasse? Doch Jesus schwieg nur. Der König fragte ihn noch ein paar andere Fragen. Doch immer noch sagte Jesus kein Wort. Irgendwann hatte Herodes genug. Er zog Jesus einen königlichen Mantel an und sie setzten ihm eine Krone aus Dornen auf. Dann machten er und seine Soldaten sich über Jesus lustig und feierten ihn als König der Juden. Danach blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihn zu Pilatus zurückzuschicken. Pilatus sah immer noch keine Schuld an Jesus und auch Herodes hatte keine gefunden. Also fragte er Jesus: Willst du denn gar nichts zu deiner Verteidigung sagen? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Jesus erwiderte: Du hast nur Macht über mich, weil sie dir von Gott gegeben ist. Die Leute, die Jesus beseitigen wollten, hatten inzwischen eine große Menschenmenge mobilisiert, die draußen riefen: Verurteile Jesus zum Tod! Pilatus unternahm einen letzten Versuch, Jesus zu retten. Es war zum Passafest üblich, einen Gefangenen zu begnadigen. Also holte er Jesus und Barabbas, einen Mörder, vor die Menschenmenge und fragte sie: Wen soll ich begnadigen? Jesus oder Barabbas? Gib uns Barabbas! Und was soll ich mit Jesus tun? Richte ihn! Pilatus hatte Angst, dass die Menschen einen Aufstand anzetteln würden. Also gab er nach. Bevor er Jesus für die Hinrichtung freigab, wusch er sich vor allen gut sichtbar die Hände und bekundete: Ich bin unschuldig am Tod dieses Menschen, der nichts Böses getan hat. Nach seiner Verurteilung musste Jesus das Kreuz, an dem er hingerichtet werden sollte, selbst tragen. Er trug es durch die Stadt und viele Menschen waren da und verspotteten ihn. Der Ort der Hinrichtung war ein Hügel außerhalb der Stadt, der Golgatha genannt wurde. Das bedeutet Platz der Schädel. Die Soldaten nahmen Jesus alle seine Kleidungsstücke weg und verteilten sie unter sich. Dann nagelten sie Jesus an das Kreuz und stellten es auf. Über seinem Kopf befestigten sie ein Schild, auf dem stand: Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher am Kreuz hingerichtet. Einer von beiden machte sich über Jesus lustig. Bist du jetzt Gottes Sohn oder was? Steig vom Kreuz und hol uns gleich auch mit herunter, wenn du das kannst. Der andere der zwei Verbrecher unterbrach ihn. Hast du immer noch keinen Respekt vor Gott, obwohl du so kurz vor dem Tod stehst?
Wir haben es verdient, hier zu hängen. Jesus hingegen hat nichts Böses getan. Jesus, denke an mich, wenn du bei Gott in seiner wunderbaren neuen Welt sein wirst. Jesus entgegnete ihm: Du wirst heute noch mit mir dort sein. Es waren viele Leute da, die das Geschehen beobachteten. Einige der religiösen Leiter und römischen Soldaten, die sich über Jesus lustig machten. Aber auch einige seiner Freunde, darunter seine eigene Mutter Maria, Johannes und Maria Magdalena. Jesus sah die Menschen an, die ihn angeklagt und verurteilt hatten, und bat Gott: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie hier tun. Dann wurde es für etwa 3 Stunden dunkel im ganzen Land. Jesus war kurz vorm Sterben. Mit letzter Kraft rief er voller Verzweiflung: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Danach starb er. Gleichzeitig gab es ein großes Erdbeben. Der römische Hauptmann, der verantwortlich war für diese Hinrichtung, stellte erschrocken fest: Dieser Mann muss wirklich Gottes Sohn gewesen sein. Danach wurde Jesus vom Kreuz genommen und in ein Felsengrab gebracht. Das Grab wurde von römischen Soldaten bewacht. Am Sonntag ging Maria Magdalena zusammen mit 2 anderen Frauen zum Grab Jesu. Sie wollten Jesus mit Öl salben, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Auf dem Weg überlegten sie bereits, wie sie wohl den schweren Stein, der das Grab verschloss, wegbekommen würden und ob die Wachen noch da sind. Als sie am Grab ankamen, war der Stein jedoch zur Seite gerollt und auch die Wachen waren verschwunden. Sie gingen hinein und fanden nur ein paar Leichentücher an der Stelle, an der Jesus gelegen hatte. Dann sahen sie einen Engel, der ihnen mitteilte: Habt keine Angst, Jesus, den ihr sucht, ist nicht mehr hier. Er ist wieder lebendig geworden. Sofort liefen die Frauen voller Freude zu den anderen Jüngern und berichteten ihnen, was geschehen war. Die anderen wollten ihnen nicht glauben. Petrus sprang sofort auf und rannte zum Grab. Auch er fand es vor wie die Frauen zuvor. Nachdenklich ging er wieder weg und überlegte, was wohl geschehen war. Am gleichen Tag waren 2 der Freunde von Jesus zu Fuß unterwegs. Sie hatten Jerusalem bereits verlassen. Als sie gerade in einer angeregten Unterhaltung waren, kam Jesus zu ihnen und klinkte sich ein. Sie erkannten ihn aber nicht. Er fragte sie, worüber sie reden. Und sie erzählten ihm alles, was mit ihrem Freund Jesus geschehen war. Und er erklärte ihnen, warum dies geschehen musste. Sie merkten immer noch nicht, dass es Jesus war, mit dem sie sich unterhielten. Am Abend luden sie ihn ein, mit ihnen zu Abend zu essen. Als Jesus das Brot zerbrach und ihnen gab, merkten sie auf einmal, dass es Jesus war. In diesem Moment war er aber auf einmal plötzlich verschwunden. Ein paar Tage später waren die Jünger in einem geschlossenen Raum zusammen. Einigen war Jesus nach seinem Tod schon begegnet und sie berichteten den anderen freudig: Er lebt wieder! Er ist auferstanden! Thomas konnte es nicht glauben. Ich muss erst die Wunden von der Kreuzigung in seinen Händen fühlen, bevor ich glauben kann, dass das alles wahr ist. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und begrüßte sie herzlich. Thomas zeigte er seine Wunden an den Händen und ermutigte ihn: Du glaubst jetzt, weil du siehst, dass das alles wahr ist, was über mich gesagt wurde. Glücklich sind diejenigen, die glauben, ohne zu sehen. Dann aßen sie gemeinsam und waren überglücklich, Jesus wieder zu haben. Jesus verbrachte noch einige Zeit mit seinen Freunden, den Jüngern, nachdem er vom Tod zurückgekommen war. Eines Tages versammelte er sie alle auf einem Hügel. Es war für ihn die Zeit gekommen, die Erde zu verlassen. So gab er seinen Jüngern diese Worte mit auf den Weg: Mir ist alle Macht und Autorität auf der ganzen Welt und auch im Himmel gegeben. Deswegen schicke ich euch zu allen Nationen. Ihr sollt auch sie zu meinen Jüngern machen,
Tauft sie als Zeichen, dass sie zu mir gehören, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bringt ihnen alles bei, was ich euch beigebracht habe. Ihr könnt euch ganz sicher sein, dass ich immer bei euch sein werde, egal wo ihr seid und bis die Welt zu Ende geht. Danach wurde er vom Nebel umhüllt und verschwand. 40 Tage später waren die Jünger zusammen in einem Raum. Sie versteckten sich dort und beteten. Jesus hatte ihnen gesagt, dass sie auf den Heiligen Geist warten sollten. Jemand, der ihn auf der Erde vertritt. Als sie gerade am Beten waren, kam plötzlich etwas in den Raum, was aussah wie Feuerflammen. Diese Flammen setzten sich auf ihre Köpfe. Sofort wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in allen möglichen Sprachen zu sprechen. Sie gingen auf die Straße und erzählten allen möglichen Leuten mutig von Jesus. An diesem Tag schlossen sich über 3000 Menschen den Jüngern von Jesus an.